richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Rhino hat mich fast getötet, bis ich ihm den Hornsplitter abgebrochen habe. Dann wusste ich, woraus sein Kostüm war. War trotzdem nicht einfach, ihn zu schlagen. Mein Rücken tut weh, wenn ich nur daran denke. Das stinkt zum Himmel. Mal sehen, was drin ist. Ethanol. Wieso klingt das so vertraut? Ethanol. Warum hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ich muss weiter der Spur folgen. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Spider-Man, mach ein Netz!
Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ich muss hier sauber machen. Schnell! Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Einer weniger. Cool, es funktioniert. Nur noch ein... Das Zeug einatmen? Nicht gut. Das letzte. Das war's. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Sichert die Umgebung und verhaftet die Dämonen. Verdammt. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Uh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch.
Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus, Bowery und Grant. Kein Problem. Auf alles andere kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Wenn ich nichts kaputt mache, ist es auch kein Einbruch. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben Sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Leo's. Leo's? Ja, das könnte sein. Wow, ich liebe Leo's. Ich hole Ihnen eine Pizza. Ich bin Ihnen was schuldig. Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Es müssten einige Laster in der... Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. IRS harvests all your cash in a sack. Don't need a tram from a barber, you need a lumberjack. We cut down a forest of trees with our axes. We'll hack the red egg off all the taxis. Keine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nicht. Was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser.
Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Hier muss er sein. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Geschafft! Da! Da ist der Typ, der sie für Spider-Man hält. Oh. Kaltstellen! Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte es bei MJ versuchen. Okay, wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute na... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa.
Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa. MJs Sofa. Was denke ich da gerade? Eine Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun.